Auf der Bote in Düsseldorf, da gibt es echte Innovationen. Es gibt eine Marinebatterie, die man komplett auf hoher See selbst servitieren kann. Sie ist nachhaltig, es ist eine Lithiumbatterie und sie hat wirklich ganz besondere Eigenschaften. Ja, grüß dich Wolfgang, hallo. Hallo Sven. Ja, du hast viele Preise bekommen, zuletzt erst den zweiten Platz. Es geht um Innovationen. Du machst alles ein bisschen anders wie alle anderen. Hast du jemals von einer Batterie gehört, die man selber reparieren kann auf dem Gebiet, auf dem Sektor, zum Beispiel Camping, Marine und? Nee, habe ich nicht gehört, aber wir haben es halt gemacht. Aber auch nicht, weil wir schlau sind oder klug oder die Zukunft im Blick haben, einfach aus der Not. Diese Batterie wurde aus der Not geboren. Was war die Not? Wir hatten wie alle anderen auch Batterien vor 4 Jahren, die aus China importiert worden sind. Da haben wir unser Label draufgeklebt und haben die verkauft. So. Wenn jetzt ein Kunde nach gewisser Zeit, ein Tag, ein Monat, ein Jahr kommt und sagt, diese Batterie tut nicht mehr das, was er am Anfang getan hat, dann habe ich keine Chance. Da gebe ich dem Kunden eine neue Batterie. Die reklamierte Batterie, die lege ich irgendwo hin, denke, vielleicht schaue ich mir die mal an oder auch nicht. Das Problem bei all diesen Batterien war, die waren zugeklebt oder geschweißt. Innen die Zellen waren miteinander verlötet oder verschweißt. Das heißt, es war überhaupt nicht möglich, selbst wenn ein Bastler die geöffnet hätte, die Batterie zu reparieren. Und dann habe ich beschlossen, so kann das Geschäft nicht weitergehen. Ich möchte eine Batterie haben, die in 5 Minuten zu öffnen ist, in 5 Minuten zu checken, was ist nicht in Ordnung oder ist sie in Ordnung, 5 Minuten wieder schließen und versenden. Und so wurde diese Batterie geboren. So. Das Besondere an der Batterie ist, dass die Zellen geschraubt sind. Das gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatten die alle so eine Lötfahne oder wurden punktgeschweißt. Ja? Das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, wie wir dort eine Schraube und eine Buchse hinten draufkriegen, dass wir die alle miteinander verschrauben. Also nochmal, jede einzelne Zelle hat jeweils eine Mutter und eine Schraube drin. Ganz und genau die so werden einfach miteinander verschraubt? Die werden einfach miteinander verschraubt. Und hier ist eine Stütze. Ja, und das ist eigentlich alles so. Auf Basis dieser Zelle bauen wir alle unsere Batterien, von der ganz kleinen 10 Ampere bis zur großen 48 Volt 100 Ampere Stunden Batterie. Ja. Ja, du stehst hier auf der Boot, du selber bist Bootseigner, hast ein Segelboot und hast ein tolles Projekt vor. Du möchtest in Zukunft elektrisch segeln, korrekt? Ja, ich habe ein Boot, damit bin ich mal fast 10 Jahre auf den Weltmeeren gesegelt. Das steht jetzt dummerweise schon ein paar Jahre und ist nicht genutzt, weil ich mir halt leider nicht so viel Zeit genommen habe in den letzten Jahren, weil ich habe ein bisschen anderes zu tun gehabt, nämlich hier das Batteriegeschäft und noch ein anderes Geschäft hochzuziehen. So, jetzt bin ich aber an einen Punkt gekommen, wo ich mir sage, ich möchte mich wieder ein bisschen mehr mit Freizeit beschäftigen und mein Boot, was seit Jahren ungenutzt liegt, vom Dieselmotor befreien, mit 2 Elektromotoren bestücken, das hat nämlich 2 Schrauben, und mit Lithiumbatterien, um dann A, umweltschonend und B, nervschonend und C, auch nasenschonend durch die Welt zu fahren. Ja? Weil dann riecht es nicht mehr nach Diesel am Boot, dann riecht es nicht mehr nach Auspuffgasen, dann ist es fast lautlos und ich schone auch noch ein bisschen die Umwelt und ich tue was für die Elektromobilität. Das war so der Hintergrund. Interessant ist, dass einige große Hersteller in der Caravan-Branche mittlerweile deine Batterie in der Erstausrüstung eingebaut haben. Es sind nicht die ganz großen Massenhersteller, es sind die Premium-Hersteller, die zuerst umgerüstet haben. Was war denn deren Argument? War das die Nachhaltigkeit und das Reparieren? Oder? Wir waren natürlich erstmal bestrebt, diese Leuchtturmprojekte zu bekommen. Ja? Also ich sag mal, in der Caravan-Branche gibt es ein Unternehmen, das könnte man als Rolls-Royce bezeichnen. Und ein paar Unternehmen, die sind Mercedes, BMW. Und wir waren der Meinung, dort sollten wir starten. So, und das haben wir gemacht. Und das erste Unternehmen, was also als Rolls-Royce so bekannt ist, die heißen Vario Mobil, ne, da kostet das durchschnittliche Auto irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Und deren Argument waren 2 Dinge. Erstens die Nachhaltigkeit, weil die Leute gehen teilweise auch auf große Touren, fahren nicht nur in Deutschland. Die Nachhaltigkeit, die Reparierbarkeit, aber noch viel mehr. Die haben ein Feature entwickelt vor 2 Jahren, was es erlaubt, diese Batterie auch und bei Minustemperaturen zu laden. Das heißt, normalerweise Lithium-Eisenphosphat ist die Technologie, von der wir reden.
ist wunderbar, wunderschön, ist sicher, aber kann nicht geladen werden, wenn Minustemperaturen sind. Darf ich dazu eine kleine Anekdote erzählen? Du hast mir eine Batterie eingebaut, die hatte diesen, ich sag mal, diese Mod nicht, diese Modifikation drin. Ja, so, ja. Und dann war ich im Freistaat in Bayern, also habe dort gedreht, die Sonne kam raus und es hat sich nichts getan, sie wurde nicht geladen, ja. Weil es waren minus 4 Grad draußen, die Batterie war am Boden, ja. Sie hatte dann wahrscheinlich gefühlte 2-3 Grad plus und dann hat das... Vielleicht noch ein bisschen mehr innen, weil sie schaltet wieder ein, wenn sie innen 3 Grad plus hat, innen, in der Batterie, ja, so. Und das war natürlich dann bei dir höchstwahrscheinlich der Grund. Die Batterie schaltet ihr aus Sicherheitsgründen ab. Ja, weil die Batterie, die Zellen werden geschädigt, wenn man sie im Minusbereich lädt. Ja, das ist der ganze Trick. So. Und wir haben dann gesagt, na gut, was machen wir dann? Wir bauen eine Heizung in die Batterie. Und immer wenn Ladestrom kommt, also Strom, um die Batterie zu laden, wird der nicht in die Batterie, in die Zellen geleitet. Den leiten wir auf 2 Heizfolien. So lange, bis die Batterie sagt, ich habe jetzt 3 Grad plus und dann wird damit die Batterie geladen. Entladen kann man auch eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie bei hohen Minus- oder bei tiefen Minustemperaturen. Also bis minus 30 Grad entladen ist kein Problem, nur laden ist ein Problem. Komm, wir schauen uns mal 1-2 andere Batterien an. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Ich war bei euch drehen, habe mal gezeigt, wie alles servitiert wird. Zeig dir mal eine Batterie. Warte, ich komme mal gerade. Ich zeig dir eine Batterie, wie wir sie zuerst hatten. Ne? Das ist eine typische Lithium-Batterie, ja. Wunderbar, ne? Sieht schön aus. Steht auch Leondron drauf, ist zugeschweißt. Mhm. Das ist auch der Grund, weshalb wir auf diese Batterie leider nur 2 Jahre Garantie geben können. Weil die kaufen wir, die labeln wir und die verkaufen wir. Mhm. Das ist eine Hochstrombatterie mit ganz, 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 ganz viele 2000 Ampere Leistung. Die wird im Bootsbereich als Bugstrahlruderbatterie eingesetzt. Und da sind sehr kleine Stückzahlen. Nochmal, die Stromannahme sind 2000 Ampere. Kannst du herausnehmen. Ja, CCA, Cold Cranking Amp, das ist ein technischer Begriff. Starterbatterie fast, oder? Ja, Starterbatterie, ja. Aber eine Bleistarterbatterie kann ja auch nur ungefähr 1200 CCA entnehmen, aber dann fällt die Spannung sofort auf 9 Volt. Mhm. Der Trick hier ist, hier kann ich bis zu 2000 Ampere entnehmen, aber die Spannung bleibt hoch über 12 Volt. Verstehst du? Was also bedeutet, dass rein gefühlsmäßig dein Bugstrahlruder, was 4 kW hat, Leistung oder 2 oder egal wie viel, sich plötzlich doppelt so stark anfühlt. Echt? Ja. Das ist ja krass. Weil wenn die Spannung sinkt... Ja klar, dann wird der Motor auch entsprechend langsamer. Im Quadrat geht die Leistung runter. Ich kenne das vom Anlasser. Wenn der nämlich ein bisschen georgelt hat, dann wird er immer langsamer und langsamer. Und das passiert hier nicht, oder? Und deshalb haben wir diese Batterie. Die machen wir auch nicht in großen Stückzahlen, weil der Markt ist nicht so riesig. Ja? Und deshalb können wir da nicht 7 Jahre Garantie geben, wie auf alle unsere anderen Batterien. Jetzt nochmal. Du hast quasi eine Starterbatterie auf Lithium-Basis entwickelt. Ja. So. Ja. Und die kann man jetzt nicht so einfach servitieren. Und das ist zum Beispiel die Marinebatterie, die du hast. Die ist IP67, wiederum, die kann untertauchen. Die kann untertauchen, auch Stunden und Tage lang. Die hat sogar noch etwas. Wenn aus irgendeinem Grund hier feuchte Luft drin ist, durch Kondensierung, also wenn die beim Zusammenbau warm war, mit 90% Luftfeuchtigkeit, jetzt kommt sie irgendwo hin, da sie ja ganz dicht ist, es wird kalt, kondensiert Wasser. Und auch dafür ist hier ein Ventil. Und dieses Ventil, da ist eine Membrane drin. Man kennt das von Kleidung, ja, zum Beispiel, die Feuchtigkeit rauslässt, aber keine Feuchtigkeit. Das habe ich hier in meinen Schuhen drin. Also die können nicht nass werden, genau. So lassen das nur raus. Aber lassen genau den Dampf, den feuchten Dampf. Jetzt mal eine Frage, Wolfgang. Lassen die raus. Ist denn hier das Heizelement schon drin in der oder kann man das? Nein, das ist das Heizelement ist ja nur dann interessant. Ich habe dir erklärt. Wenn ich ein Fahrzeug, wie zum Beispiel Variomobil, die haben ein Fahrzeug, die haben hinten eine große Garage. Da steht in der Regel ein Auto drin. Diese Garage ist nicht geheizt. So, jetzt stell dir vor, es ist Winter. Der fährt mit seinem schönen Auto nach Norwegen. Dort ist es nachts minus 20 Grad, tagsüber minus 5. Er könnte die Batterie ja niemals laden. Und das war für ihn der Grund, eine Leondron zu nehmen, neben der Nachhaltigkeit und der Qualität, eine Leondron zu nehmen, weil die wird automatisch dann geheizt, bevor sie geladen werden kann. So, das Ganze ist barrierefrei, bedeutet, du kannst mit deinen Batterien zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den blauen, schönen blauen Multis von Victron. Das ist gar kein Problem. Gut, das machen wir seit vielen Jahren. Also ich habe noch eine Firma und diese Firma ist
also der größte Victron-Distributor, sogar weltweit. Und dort vertreiben wir Victron-Lösungen seit ewigen Zeiten. Und die kombinieren wir natürlich mit unseren Batterien auch. Ne? Wie mit anderen Batterien geht auch. Ja? Das funktioniert. Also das arbeitet zusammen. Ich kann die auch entsprechend kaskadieren. Da habe ich gehört, das geht bei vielen Batterien nur bedingt. Wie viele kann ich denn hier zusammenschalten? Ja, diese Batterien kann ich parallel zusammenschalten. Parallel heißt, eigentlich gibt es überhaupt keine Grenze. Ja, so. Würde ich sie seriell, also hintereinander, um die Voltzahl zu erhöhen, das geht nicht mit der Batterie. Aber parallel kann ich so viel, wie du brauchst. Also ich war jetzt im Schiff und da habe ich festgestellt, bei den größeren Schiffen, die arbeiten wie beim LKW mit 24 Volt. Das ist kein Problem, so eine Batterie habt ihr auch. Dann hole ich eine 24 Volt Batterie irgendwo. Steht die, keine Ahnung. Da vorne steht eine, ich habe schon eine gesehen, die können wir ja mal zeigen. Das geht genau nicht, weil dann würde ich, das geht bei der Bleibatterie. Bei der Bleibatterie mache ich zwei hintereinander, habe dann 24 Volt. Das sollte ich bei so einer Lithiumbatterie nicht machen. Ich kann dir auch erklären, warum. Diese Lithiumbatterien haben ja Sicherheitselektroniken eingebaut. Und es gibt Fälle, da schaltet die ab, die Batterie. So. Warte mal, gerade mal mit mir mitkommen. Ich habe da vorne nämlich eine 24 Volt entdeckt. Ich jetzt hintereinander. Und eine der beiden würde aus welchem Grunde auch immer abschalten, habe ich überhaupt keinen Strom mehr. So, da vorne ist eine. Guck mal hier. So, ne, das ist eine und das. Ja, so, ne. Also dann hätte ich keinen Strom mehr und deshalb machen wir das nicht. So, 51,2 Volt, da reden wir über Solartechnik wahrscheinlich, oder hier? Nein, in dem Fall? Das ist eine Batterie, da reden wir über Antriebssysteme im Bootsbereich. Es gibt Bootsmotoren, die auf 48 Volt laufen. Okay, ich nehme alles zurück. Auch, ja. Super. Also bedeutet, du kannst hier diese extrem kleine Bauform, was ist denn das für eine Bauform? Wo wird die zum Beispiel eingesetzt? Hier die 25,6 Volt? Aber es gibt eine, die ist so hoch nur, die hat nur 10 Ampere. Es ist immer die gleiche Zelle. Und da es immer die gleiche Zelle ist und die Bauform abhängig ist von der Art, wie ich diese Zellen anordne, ist fast jede Bauform denkbar. Okay, das heißt, die Spannung ergibt sich dann von der internen Schaltung. Entweder sind sie halt jetzt in Reihe mehr geschaltet, dann, okay, verstehe. Lithium-Eisenphosphat, eine Zelle 3,2 Volt Nennspannung, vier Zellen 12,8, acht Zellen 25,6, 16 Zellen 51 und so kann man das weiterspinnen. Ne? Immer so, gleiche Zelle. Das Interessante bei euch ist, ihr habt das BMS immer eingebaut, das heißt mit Bluetooth oder ist das optional, das Bluetooth? Bluetooth ist ab dieser hier, guck hier, Bluetooth 4.0, ab 40 Ampere. Die ganz kleine 20 Ampere, nö, die hat kein Bluetooth. So, wir können uns das mal anschauen. Und zwar ist die Batterie nahezu immer gleich aufgebaut. Unten hast du die Zellen. Hier ist wahrscheinlich das kleine, das blaue ist das Bluetooth-Modul. Das ist der Bluetooth-Stick, ja. Auch der ist mit einem Handgriff austauschbar. Also wenn der mal kaputt sein sollte, können wir den austauschen, ja. So, das heißt, ich gehe jetzt auf große Reise und kann jetzt ein Ersatzteilpaket von dir bekommen. Ja, als bald. Geht große das? Reise, ja, du nimmst dann einen Bluetooth-Stick, einen BMS und ein Dutzend Zellen mit. Das langt. Und dann wenn kann du ich vier Batterien, du musst nicht mehrere Batterien als Ersatz mitnehmen. Ich brauche nur einen Voltmeter dann, oder? Nur einen Voltmeter, ja. Wir sind zwar ziemlich sicher, dass nichts passiert, weil wir mittlerweile über 100.000 Batterien im Markt haben. Ich glaube, wir gehen jetzt auf 150.000 zu und die Fehlerrate unter 1% war. Ja? Aber das heißt ja nichts. Statistik bedeutet ja, dich kannst du ja treffen. Ja? Du fährst nach Südamerika, bist in Peru mit deinem Auto und plötzlich geht deine Batterie kaputt, weil du zu dem 1% gehörst. Ne, so, und das ist der Grund, weshalb wir empfehlen, wer auf große Reise geht, lange weg bleibt, ein Dutzend Zellen, ein BMS, eine Elektronik und so ein Bluetooth-Stick. Weißt du, was krass war? Wir hatten ja ein Weihnachtsgewinnspiel, da hat man eine Batterie von dir verlost, die du mir zugeschickt hattest. Weißt du noch, die 150er mit der Arktik, die haben wir reingestellt. Und wir hatten viele Batterien in der Verlosung. Ja. Deine Batterie, wir hatten fast 10-mal so viele Leute, die auf die Batterie haben wollten. Okay, das freut uns. Nee, ist witzig, weil die hat so einen guten Namen mittlerweile in der Branche. Wegen dieser praktischen. Wir hatten es ja nicht erwartet. Ich habe die Batterie vor 3 Jahren haben wir die gelauncht in Stuttgart auf der vorherigen Messe. Da war die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Dann hat es keine 6 Monate gedauert, war die Batterie Marktführer geworden. Und zwar Marktführer durch diese Nachhaltigkeit. Weil der Kunde heute ist nicht mehr bereit, oder er muss ja, wenn ich mir einen Fernseher kaufe von irgendeiner Firma, Samsung, LG, spielt keine Rolle. Die hat 2 Jahre Garantie, der Fernseher. Nach 2 Jahren, einen Tag habe ich einen Pixelfehler. Was ist dann? Weg, Schrott, neu kaufen. Und das einfach möchte der Kunde nicht mehr. Und wir bedienen mit dieser Batterie genau diese Motivation.
ist das schon angekommen jetzt im Bereich Boote, deine Batterie? Ich weiß, im Bereich Camping, Solar, da bist du eine ganz große Nummer. Im Campingbereich kennt mittlerweile eigentlich jeder unsere Batterie. Das sind die, wir gehen ungefähr von 70% Marktanteil aus bei den Nachrüstungen. Bei den Erstausrüstern sind wir erst bei 3 Herstellern von Anfang an drin, ja. Aber bei den Nachrüstern Markt ungefähr 70%, das heißt, jeder kennt unsere Batterie. So, jetzt kommt was ganz, ganz Tolles. Ja. Das hast du mir mal erklärt. Du kannst hier, und das war auch ein Beitrag, den haben wir gedreht, wir haben kalt eine Bleigel-Batterie ausgetauscht gegen eine Lithium-Ionen-Batterie und haben nichts verändert, weder das Ladegerät noch irgendwas anderes. Du sagst zwar, es wäre besser, wenn das und das und das wäre, aber du kannst sie einfach austauschen. Das heißt, du kannst egal, du hast mir erzählt, egal welches Ladegerät, ja. Ich glaube 1964 hast du irgendwas gesagt. Nein, noch anders. Alles, was nach dem Ersten Weltkrieg als Ladegerät für 12-Volt-Batterien auf den Markt gekommen ist, bedient ja irgendwo eine Ladeschlussspannung zwischen 13,8 und 14,6. Ja. Und mit all diesen Geräten können wir eine Li-Ion-Batterie laden. Aber jetzt kommt die Einschränkung. Schneller und besser kann ich es laden mit einem Gerät, was optimiert ist für diese. Es geht einfach nur schneller. Besser eigentlich auch nicht. Ne? Wenn ich nur eine niedrige Ladeschlussspannung habe von 13,8, dann wird sie nicht ganz voll. Aber ich habe jetzt ein altes Boot und sage, ich will einfach mal Lithiumtechnik rein raus. Fertig. Rein raus. Ja. Ich muss nichts verändern. Und das funktioniert. Also wir haben das ja gemacht. Wir haben einfach die andere rausgeschmissen. Haben über 100.000 gemacht, weil es sind Nachrüstbatterien. Keiner hat wegen unserer Batterie seine Lade- oder Entladetechnik komplett ersetzt. Sehr schön. Ja. Wolfgang, Li-Ion-Tron, ist das jetzt Direktvertrieb? Kann man das über Fachhändler kaufen? Wie läuft das? Nein, Li-Ion-Tron ist ein Hersteller. Li-Ion-Tron hat ungefähr über 1000 Fachhändler und Distributoren. Und wenn man ins Internet geht und einfach mal Li-Ion-Tron eingibt, da findet man eine riesige Menge von Anbietern unserer Batterie. Wir selbst vertreiben die nicht an Endkunden. Du hast das ziemlich schlau gemacht. Viele Camper, ich meine, im Camping bist du ja wirklich eine große Nummer, sind zu ihrem Händler gegangen und haben dann gesagt, ich kenne Li-Ion-Tron, nachdem wir gehört haben, was es soll. Und da gab es Händler, die haben natürlich auf das geschworen, was sie schon immer hatten. Ja. Und dann sind die Kunden wirklich woanders hingegangen. Richtig, da haben die Kunden gesagt, wenn du mir Li-Ion-Tron nicht liefern kannst, dann gehe ich woanders hin. Und plötzlich hatten wir einen neuen Händler am nächsten Tag. Till, du bist der PR-Mann. Du hast mich hier hingeschleppt irgendwann mal vor anderthalb Jahren, hast gesagt, hier der Wolfgang, der hat was erfunden. Du machst ja auch die PR für uns. Das ist sehr nachhaltig, das findest du so nicht, aber es hat seinen Preis. Also man muss ja auch sagen, die Batterie ist per se mal ein bisschen teurer wie die anderen Batterien, aber das akzeptiert der Kunde, oder? Ja, also es ist ein bisschen höher der Preis, aber ich kriege es 10-mal zurück, wenn ich die benutze. Und sie hat ja viel mehr Features als die billigen China-Batterien. Insofern ist sie nicht teurer. Sehr schön. Also du sagst, man kann sie bedenkenlos kaufen. Sie ist meiner Meinung nach sogar günstiger. Du hast sogar selber im Einsatz, muss ich sagen. Du fährst ja einen ganz tollen Clever 45, den wir schon drüber berichtet haben. Auch da hast du das einfach stumpf ausgetauscht und sie hat direkt funktioniert. Ja, sofort. Ich habe nichts geändert und das war alles so, wie Wolfgang gesagt hat. Und seitdem bin ich auch ein Fan von Li-Ion-Tron und Wolfgang. So, Wolfgang, dann, wenn du mal so nett bist, sag mal deinen vollen Vor- und Zunamen. Wolfgang Felsen. Wolfgang Felsen mit F. Ja, wie der Felsenstein, nur mit Z in der Mitte. Ja. So, von Li-Ion-Tron, ich danke dir recht herzlich. Heute drehen wir am 27. Januar 2023. Die Ausstellung heißt Boot. Wir sind in Halle 10 und ja, du bist quasi übergangsfrei von der CMT auf die Boot von Stuttgart rüber nach Düsseldorf. Ein Jahr lang habe ich jetzt jeden Tag Messe, gefühlt. So, vielen Dank. Nur 3 Wochen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Da vorne kann man ja zeigen, ein neuer Preis ist gekommen. 2023 Caravans und Reisemobile des Jahres. 2. Platz Li-Ion-Tron im Bereich. Eine Umfrage. Umfrage unter Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzern, die Promobil gemacht hat, also die Stuttgarter Motorpresse. Und dort wurde gefragt, was ist die beste Lithium-Batterie? Und dort haben wir den 2. Platz gemacht. So, vielen Dank fürs Einschalten. Li-Ion-Tron. Also gehen Sie mal auf die Seite drauf, gucken Sie sich das Ganze an und vielen Dank fürs Einschalten. Strong like a lion. Tschüss, abonniert German Television.